Egal ob Querdenker oder Querkopf. Bei unserem Podcast ist jeder willkommen. Nee, komm. Den täglichen Wahnsinn fassen wir für euch zusammen. Susanne, du Susanne. Unser Podcast. Erster Link in der Infobox. Hallo, wir sind Jonas und Janosch und wir sind zwar nicht Brangelina, aber dich würden wir trotzdem adoptieren. Hallo, wir sind Benny und Dennis und Cocktails aus der Dose schmecken uns am besten. Und damit, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Erkennst du den Song euren liebsten Musik-Quiz auf der ganzen Welt. Heute im großen Zwilling-Special und zwar haben wir heute zwei ganz besondere Gäste neben uns und zwar Jonas und Janosch. Vielen Applaus! Und ihr beiden seid aus einem ganz bestimmten Grund hier. Und zwar hat euer Kumpel Patrick, ich würde sagen, die letzten 4,5 Jahre nichts anderes gemacht, als bei uns hier unten in die Kommentare zu schreiben, ladet mal meine Zwillinge ein. Er hat euch angeboten, wie auf dem Viehmarkt. Und hier steht, wusstet ihr denn davon, dass er euch angeboten hat in den Kommentaren? Also er hat uns erst gesagt, wo wir es dann praktisch, wo ihr es verkündet habt. Ja. Aber kennt ihr die Sendung hier? Ja, ja, klar. Schon. Na klar, wer nicht in Deutschland. Sauber Club Susanne. Sauber, bester Podcast. Aha. Patrick, komm mal hier auf die Bühne, zeig es mal ganz schnell. Das ist Patrick. Ihr wolltet ihn haben. Danke, Patrick. Kannst wieder gehen. Und ich habe erst gedacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass Patrick euer Vater ist und er quasi seine Kinder anbietet. Hey, die Kids, die sind Fans. Aber du hättest dann wenigstens einmal einen Kommentar lesen müssen, denn du hättest ja gewusst, dass das nicht die Kinder sind. Ich lese keine Kommentare, ich möchte mich neutral halten. Okay, perfekt. Also, wenn ihr Bock habt, hier mit uns zu spielen, dann schreibt doch eine tolle Begründung in die Kommentare. Welches tolle Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Und was ist euer absoluter Lieblingssong? Ja. Heute geht's bis 7, weil es so ein kleines Tag-Team-Duell ist. Ja. Von allein, Calcha Candela. Wieso kennt ihr Songs von Calcha Candela? Also, es war so ein Sommerhit, ne? Das war voll. Die haben früher ganz viele Sommerhits gemacht. Ja. Auch Du bist Hammer oder Berlin City Girl. Die gucken unsere Videos auch, die verlinken uns immer in ihren Stories. Die haben leider nie Zeit zu antworten, aber ihr seid richtig Knorke da draußen. Ja. Ihr seid Zwillinge. Habt ihr auch dann diese telepathischen Fähigkeiten? Ja, manchmal wissen wir schon, was da ist. Ja, oder? Ja, man hat das einfach. Ja. Oder, Dennis? Macht ihr denn viel zusammen? Ja, ja, schon. Ja, wir haben selben Freundeskreis, selben Freund, der uns immer peer-pressured in Shows zu gehen. So. Ja, richtig. Patrick, Hammer. Es gibt nämlich die Zwillinge, wie ihr und wir, die quasi den gleichen Freundeskreis haben. Und es gibt die, die sich irgendwann abkapseln, um eigene Wege zu gehen. Das ist uns fern, das liegt uns sehr fern. Ja, so. Probier's einfach mal. Eminem, Mama. It's just me and I am. Whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? Cause I am whatever you say I am. If I wasn't, Eminem, I am. And I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news every day. Ist das neu, der Song? Wisst ihr da was? Ist das ein neuer Hit? Keine Ahnung, ich kannte den nicht. Bisher ist die Playlist so bei Songs, bei denen ich die Party verlassen würde. Ihr seid beide 30, ihr wohnt beide in Erding. Ja. Gibt es nicht ein Erdinger Weißbier? Ja, das kennt jeder, oder? Ja. Cool, wir dürfen keine Marken nennen, aber nennen uns ein Bier. Genau, Paulaner Bier, Adidas als Marke, Nike. Feltins. Genau. Wohnt ihr zusammen? Nee, wir nicht haben mehr. In der WG gewohnt. Ihr habt in der WG gewohnt? Ja, unsere 20 oder so. Und wie war's? War geil. War geil? Ja. Gute Zeit, aber irgendwann reicht. Wir haben es irgendwie nie geschafft, in den 20ern zusammen zu wohnen. Nee. Deswegen, ich durch meinen großen Harem. Das wäre mir zu klein gewesen, mit dir noch in der Bude zu sein. Mhm. Und du spülst nie ab. Das finde ich echt extrem ekelhaft. Weil ich die Teller nach dem Essen direkt ablecke. Deine Ohren fühlen sich wie neugeboren, jeden Tag. Und du fragst, wie kann man noch Tracks heiraten in Dänemark? Unser Beat hat Boom gemacht. Die Beginner, Liebeslied. Mögt ihr die Musik von Jan also Delay? Beginner, ist das so? Ja, sind auch aus Hamburg. Also. Das ist natürlich, deswegen höre ich auch so gerne die Toten Hosen, weil die aus Düsseldorf kommen. Ich liebe den Punkmusik.
Ihr seid eine Minute auseinander, wir sind 9 Minuten auseinander, aber wir sind immer noch ein Eich. Ja. Ist das bewusst? Kennt ihr Zwillinge, die zweieiig sind? Das sind nämlich keine richtigen Zwillinge, oder? Meine Cousine. Aber es sind doch keine richtigen Zwillinge, oder? Zwilling ist doch ein Eich. Sind so mächtige Zwillinge. Ja, genau, weil ihr könnt euch alle mal kreuzweise ficken. Ich hätte es nicht gesagt. Das ist Linkin Park und Jay-Z, Numb and Core. Aber ich hätte nicht sehr gut. Doch. Wart ihr schon mal gemeinsam auf dem Konzert? Nee. Noch nie zusammen auf dem Hotel gewesen? Nee. Oder nee? Ich war letztens mit Dennis beim Konzert von Sam Fender. Ja, und du hast mich so genervt, weil er wollte nicht hin und er ist dann mitgekommen und hat die ganze Zeit gemeckert. Und da habe ich Benny eine schöne Spinatbrezel gekauft und da war wieder Ruhe für 8-9 Minuten. Ich habe sie dir gekauft und ich habe nicht gemeckert. Also du hast ganz viele Lügen in deinen Beiträgen, aber typisch öffentlich-rechtlich, ne? Kelly Rowland, David Guetta, When Love Takes Over. Ja, Junge! Ja! Aber ich musste immer aus der Scheiße ziehen. Du hast wieder nur gebuzzert und du wusstest das nicht. Hör auf. Ich wusste Kelly Rowland. Du machst immer Hattet ihr auch schon mal, als ihr beide Single wart, mal was mit einer Dame und ihr habt euch dann die Keine nicht Name verwöhnt? Also, gab's sowas? Ja, gab's schon. Eine. Wir waren immer zu blöd irgendwie. Ich hab dir das Angebot damals gestellt. Da hast du nicht Eier weggedreht. Ja, weil das ist nicht so ganz meins. Auch das machen wir 52 einfach mal. Ja, genau, in unserer wilden WG machen wir das. Ja. Du hast doch nie gefickt. Hast es nicht geblickt. Du bist selten blöd. Dein Cholesterinwert ist erhöht. Ja, was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ja, das Schlimmste. Wie ist die noch? Die Kassierer, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ey, hast du das denn gewusst? Wie hast du das denn hingekriegt? Ich wusste, es war eine Eingebung. Wow. Es war eine Eingebung. Oder war das einfach, du wolltest einfach mal sagen, dass das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist? Das war mein Statement. Ich wollte gerade sagen. Trinkt ihr Alkohol? Ihr seid beide sehr trainiert, aber ab und zu mal in Maßen geht das klar, ne? Ja, in Maßen. Was ist euer Lieblingsdrink? Wodka Bull. Ja, schön Wodka. Meinst natürlich stilles Wasser. Wir haben ein Geschenk auch noch, ne? Ja. Geschenke möchten wir jetzt ganz gerne haben. Ja. Wir haben hier extra Erdinger, haben wir natürlich extra abgeklebt. Erdinger extra abgeklebt, das ist ein Erdinger-Glas. Genau, abgeklebt. Hast du ja eh schon gesagt. Also wir sind ja eineige Zwillinge und ihr auch. Das ist ja geil. Guckt euch das mal, Riesenapplaus. Ne? Was ist das in der Mitte? Ist das der Fruchtsack? Du warst ja beim Popeln. Der Fruchtsack? Der Fruchtblase? Oder was ist Nein, das? Ein Ei so. Achso, ein Ei. Der Fruchtsack. Wow, das mega ist ja, geil. Ja, nochmal Riesenapplaus für euch. Geil, echt mega. Ich halte ihn in Ehren. Ganz egal, wo du bist. Ein ganzes Leben zieht. Vorbei. Ich bin stolz. Oh nein, es ist falsch. Unheilig, so wie du warst. Wie du? Stell mal richtig. Wer den Song gesagt hat, ich war's. Stell's mal richtig. Meine innere Stimme hat mir gesagt, das ist der Song so Unheilig. Mögt ihr Unheilig? Deutsche Ozzy Osbourne. Cindy Lauper, Time After Time. Doch, mein Schatz, ich lieb dich so. Okay. Weiter geht's. Du bist die Witwe, doch das Mädchen meint der Lauteste. Teilzeit fremdgehen. Seid ihr schon mal fremdgegangen? Nein, nie. Sehr gut, stark. So was machen wir. Seid ihr euch untereinander schon mal fremdgegangen? Hattest du vielleicht einen besten Kumpel und du warst eifersüchtig oder andersrum? Nee. Teilen unsere Freunde. Nee, wir haben echt unterschiedliche. Aber als jemand von euch die erste Freundin hatte, war der andere da nicht so eifersüchtig nach dem Motto, boah, jetzt werde ich ersetzt? Bei mir war das so.
Als ja, also er hatte seinen schon auch sehr früh. Ja. Und aber dann, trotzdem war er. Trotzdem. Mochte ich die nicht so, weil. Ja, Monster! Echt? Bist du jetzt mal fremd gegangen? Nein. Ich gehe nicht fremd. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamo von Enrique Iglesias. Fertig! Ja, Fiesta! La Musica! Okay. Wisst ihr, wer der deutsche Enrique Iglesias ist? Lucas Cordales. Weiter geht's! Mag alles, was mein Bruder so macht. Hass alles, was meine Schwester so macht. Kurz Pause gedrückt, was zu essen gemacht. Materia. Endboss. Das kann ja nicht sein. Hörer, geben wir wieder die Chance. Ich könnte schon wieder. Fünf. Ihr arbeitet euch hoch, das ist ja genial. Janosch, du machst eine Ausbildung zum Förderlehrer. Ja, genau. Was möchtest du denn lehren? Welches Fach? Erstmal dieser Applaus. Welches Fach möchtest du lehren? Also hauptsächlich hat man dann Deutsch und Deutsch als Zweitsprache für Ausländische. Was ist denn das Plusquamperfekt? Zweite Vergangenheit. Das heißt, ich war, wäre, würde, ich hätte... Bin gewesen. Ja. Woll. Und was hast du, Jonas? Du bist Personal Trainer. Ja. Komm, spannt mal beide an, mach mal so. Wir machen jetzt 4er Bizeps-Pose. Was wollt ihr haben? Wollt ihr Stress? Wollt ihr Stress haben? Effektivität bestimmt das Handeln, man verlässt dich blind. Was hast du? Vertrau! Was von ihm abhängt, jeder ist im Stress. Doch Major. Major Tom. 3, 2, 1. Losgelöst. Tom. Major Tom. Völlig losgelöst. Dann hing er ab und völlig. Der Tom völlig losgelöst von der Erde. Ach so, Peter Schilling. Ach so. Ach, der Song heißt Peter Tom. Ah, Dachte ich auch immer. Stimmt. Wart ihr schon mal völlig losgelöst? Habt ihr irgendwie mal was konsumiert? Ja, vorgestern. Ach so, losgelöst. Nee. Wir haben noch 5-5, es ist extrem spannend. Ich möchte von dir jetzt immer höchste Konzentration. Kriegst du. Hörst du? Aber das Problem ist, wenn ich zuhören muss und ich werde von dir angebrüllt, das weißt du! Und dann kann ich den Song nicht hören, das ist das Problem. Kennt ihr Alm Klausi? Ja, vom Namen. Da bin ich keine gute Nachbarn. Was macht der? Der ist im, Mama Lauda, der Song ist von ihm. Weißt du, wie er sich anhört, wenn er im Tonstudio steht? Wie heißt die Mutter von Mama Lauda? So redet er. So singt er. Von Niki Lauda. Aber cool, ist das eine neue Parodie? Arbeitest du am Alm Klausi? Ja, ich arbeite am Alm Klausi. Es kamen viele Wünsche ein und ja, Alm Klausi kommt. Alpha Will Forever Young. Ja! Aber ich wüsste nicht von dem. Aber wenn ich auch gut eignet für so einen Schlümpfe verarsche. Ja, da gibt's noch mehrere. Da gibt's viele Remixe von. Okay. Musikante Hawaii spielt ein Lied für uns zwei. Bei Musik und bei Wein. Costa Cordales, Fiesta Mexicana. Ich wusste, ich hab gesagt, es ist falsch. Wir wollen glücklich sein. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko. Anita von Costa Cordales. Hättet ihr das gewusst, oder mein Team? Die Interpreten nicht, aber danke. Ach Gott, das andere war Fiesta Mexicana, aber das ist Rex Gildo. Jetzt haben wir es wirklich unnötig spannend gemacht. Ja, ich könnte schon wieder. Nein. TikTok von Tessa. Nein. Ja! Und hier mein Meister! Kann ich das Fell ab? Shit.
An dieser Stelle Klaus, natürlich nochmal einen riesen fetten Applaus an Patrick Zwillinge! Jonas Ciano, riesen Applaus für euch beide. Ihr habt echt spannend gemacht. Zeigt mal wieder, dass die Zwillinge jetzt einfach drauf haben. So ein Kopf an Kopf rennen, das kann das nicht mehr lang. Ganz ehrlich, kann das nicht mehr lang. Aber auch gut von mir, ne? Ich hätte gedacht, warum sagst du das? Ich wollte es ja sagen. Ich wusste es. Wenn das falsch gewesen wäre, wäre es ein Kopf kürzer. Hättest du jetzt gewusst? Ja, klar. Ich habe dich nämlich auch gehört, wie ich schon gesagt habe. Ach! Apropos TikTok, wir sind auf TikTok. Folgen WW-Show. Mach das Plus weg. Ja, das ist gelernt. Das ist gut gelernt. Ihr Finger runter. Wenn ihr Bock habt, mal hier mitzumachen, dann schreibt doch mal eine tolle Begründung in die Kommentare. Ansonsten gleiten wir in die Endcard. Und zwar habt ihr oben ein tolles Video von Auf Klo. Und zwar Konkurrenz unter Zwillingen. Wir haben die Vergleiche satt. Und unten geht's die letzte Folge von Erkennst du den Song? Tschüss!